Shakespeares tragische Helden. Über Shakespeare viele Fragen manche Menschen heute plagen. Wie das Leben er verloren, welchen Datums er geboren, welches Stück er wann geschrieben, was er wo mit wem getrieben, welche Gönner er entzückte, wie viel Damen er beglückte. Mary Arden, seine Mutter, gab ihm Liebe und auch Futter. Globe hieß damals das Theater und John Shakespeare war sein Vater. Gerne schrieb er recht adrette Verse, Dramen und Sonette. Und er konnte auch entzücken mit diversen Bühnenstücken. Man besah sie sich mit Spannung. Zwietracht, Meuchelmord, Verbannung, selbst die beste Politik führt am Ende oft zum Strick. Richard einst, er war der Dritte, fiel vom Pferd bei vollem Ritte und es endete im Sarg auch der Prinz von Dänemark. Romeo war grau und fahl, ein vergifteter Gemahl, demzufolge gleichfalls war Schicht im Schacht für Julia. Der Othello war ein Mohr, die Desdemona verlor Leib und Leben, denn es hatte sie erdrosselt, jener Gatte. Doch es blieben auch aparte Aphorismen und Zitate, die im Sprachgebrauch der Leute überdauern, noch bis heute. Ganz erfüllt von Gift und Jammer starb der Hamlet in der Kammer. Dies in Worten anzuzeigen, sprach der Prinz, der Rest ist Schweigen.